Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werd steinreich und berühmt.17 Uhr, das Moped hat jetzt tatsächlich schon 3000 Kilometer drauf. Ich habe Lust, noch mal eine kleine Runde zu drehen und werde das nutzen. Ich bringe jetzt der Verwandtschaft von uns, die haben so ein kleines Restaurant und so einen Wagen, womit sie auf dem Markt Nudelsuppe verkaufen, den bringe ich ein paar Chilis vorbei. Wir haben viel zu viel hier auf dem Land. Dann müssen die das nicht kaufen und dann schaue ich mal, wo mich das sonst noch so hintreibt. 17 Uhr und es ist nicht mehr ganz so brutal warm. Ich nehme euch mit. Auf geht's. So, und ich denke gerade, wieso starren dich alle so an? Ich hatte keine Maske an. Ganz schlecht. Also direkt angehalten, Maske angezogen. Ich habe ja immer eine am Handgelenk und im Moped, im Helmfach habe ich immer noch Ersatz. Ohne Maske geht hier gerade gar nicht. Heute ist Mittwoch und es geht mir erstaunlich gut. Die Schulter macht Fortschritte. Ich war ja am Montag dann mal in Chomtong im Krankenhaus. Da ist ja ein normales Kreiskrankenhaus. In dem Bangkok-Hospital in Chiang Mai hatten sie mir ja als Hausaufgaben mitgegeben, kümmern Sie sich darum, dass Sie irgendwo Krankengymnastik kriegen. Hier die Corona-Maßnahmen sind ja etwas lockerer geworden. Jetzt ist das wieder möglich. Und dann bin ich dahin gefahren, alleine, bin einfach vorne rein, habe geguckt. Irgendjemand hat mich angelächelt, habe ich gesagt, hier, ich brauche Hilfe. Dann haben die mir gezeigt, wo der Informationsschalter ist für Ausländer. Das richtet sich ja in der Regel an Laoten und Burmesen, aber die Dame, die da war, die konnte eben gut Englisch. Und die hat mir dann geholfen durch dieses ganze Aufnahmeprozedere. Dann bin ich zu einem Arzt, der konnte perfekt Englisch, habe dem erklärt, was mit meiner Schulter los ist. Hatte dem auch die Röntgenbilder und die Unterlagen vom Bangkok-Hospital gegeben. Und der wiederum hat mich an die hausinterne Reha-Abteilung überwiesen. Da bin ich dann hin. Und die haben mir für Dienstag direkt einen Termin gegeben. Dienstag war ich dann da, bin dann erstmal wieder von einer Reha-Ärztin da untersucht worden, die extrem Ahnung zu haben scheint. Also tipptopp, mir direkt noch ein Medikament gegeben, sagt sie, ja, kein Wunder, dass das mit Ihrer Gymnastik nicht vorangeht, Sie haben noch zu viel Schmerzen, dann nehmen Sie Schutzhaltung ein, probieren Sie mal das und das. Wir sehen uns aber ganz schnell wieder, ich will Ihnen da nicht Medikamente aufschreiben, die nichts bringen, sondern wir müssen das wirklich ausprobieren, austesten. Also wirklich gut. Dann habe ich direkt am Dienstag auch die erste Behandlung bekommen. Und zwar hat die angefangen mit Tiefenwärme. Tiefenwärme, das Medikament, Untersuchung beim Arzt und Krankengymnastik. Und jetzt bin ich nächsten Dienstag wieder dran, dann geht es weiter. Die Krankengymnastik hat mir sehr, sehr gut getan. Auch die Übungen, die die Krankengymnastin mir mitgegeben hat, sind deutlich wirksamer als das, was ich jetzt hier seit Wochen alleine mache. Und ich bin da sehr froh mit der Behandlung hier in dem ganz normalen Kreiskrankenhaus. Ja, und eben weil es mir so gut geht, habe ich dann heute gedacht, komm, setz dich nochmal auf dein Moped und dreh eine kleine Runde. Vorher habe ich noch Wasser geholt und was hier so an normalen Dingen im Alltag ansteht. Und ich habe mich einfach ein bisschen treiben lassen und bin hier den Berg hochgefahren. Da ist ein Kloster, da bin ich schon x-mal dran vorbei. Das ist von unten einfach sehr, sehr schön anzusehen und da musste ich einfach mal hin. Auf dem Rückweg bin ich dann durch Hui Gan. Das ist ja diese Mini-Kleinstadt hier bei uns in der Nähe. Und da ist Mittwochabends immer Markt. Und da habe ich gedacht, Mensch, hast die Kamera dabei, hast den Gimbal dabei, drehst eine Runde über den Markt. Ich nehme euch mal mit. Problematisch ist, hier läuft natürlich überall die unterschiedlichste Musik. Ich lasse jetzt mal den Originalsound stehen. Ich hoffe, ich kriege kein Problem mit Urheberrechtsverletzung. Schaut mal mit. Also so ein Markt in Thailand ist immer interessant. Egal, ob das jetzt ein Sonntagsmarkt ist oder ein Abendmarkt oder ein ganz früh morgens. Die Waren sind ja immer ähnlich. Aber hier zum Beispiel auf dem Abendmarkt gibt es eben sehr viel fertig gekochte Geschichten, weil die Leute abends auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fahren und holen sich da eben gerade noch was zu essen. Das ist auf dem Sonntagsmarkt dann auch so. Aber auf dem Morgenmarkt, da gibt es dann eher die Zutaten für die Leute, die solche Stände betreiben. Also jeder Markt hat so ein bisschen was Unterschiedliches und der hier ist auch nicht besonders groß, aber ja, ich fand es ganz gut. Ich habe eine kleine Runde gedreht, mit ein bisschen schlechtem Gewissen. Hier ist gerade so ein Corona-Hotspot, deswegen habe ich auch nichts gekauft, sondern bin da wirklich nur eine Runde drüber. Auf geht's. Ja.
ก็รักก็ตายอะไรก็ยอมถือ
Ist das ein Wels? Meine Fresse, das war jedenfalls ein Riesenviech. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, dieses Obst in Styropor eingepackt, da kriege ich auch immer Pickel. Aber gut, ab nach Hause, da ist mein Huygan-Uhrentower. Da weiß ich immer, wenn ich den sehe, gleich bin ich daheim. Gestern war ich nochmal in Lampoon in diesem, ja wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Yampa Shopping Center. Warum? Weil der Arm und seine Frau und seine Schwiegermutter da zum zweiten Mal geimpft worden sind. Die haben also da jetzt auf der oberen Etage so eine Impfstation eingerichtet, wie es das hier oft gibt. Und die haben sich da ihren zweiten Shot abgeholt. Deswegen passiert am Haus auch gerade nichts, weil die ganz klar gesagt bekommen haben, 5 Tage nicht arbeiten, zu Hause bleiben, ruhig. Dem Arm geht es auch nicht ganz so gut. Der hat ein bisschen Verdauungsprobleme. Die Gegend hat ein ganz leichtes Fieber. Ja, also der Körper arbeitet halt mit dem Zeug. Und das kann dann eben auch schon mal Folgen haben. Also die sind zu Hause. Ich habe dann angeboten, die wieder zu fahren, weil ich einfach denke, wenn man dann so eine Impfdosis gekriegt hat, sollte man dann nicht direkt danach Auto fahren. Der Arm war ja auch so nett, mich zu fahren. Dann halte ich es auch für eine Selbstverständlichkeit, dass ich da helfe. Bin ja froh, wenn ich überhaupt mal helfen kann. Die helfen mir so viel hier. Und wenn ich dann mal irgendwo die Möglichkeit habe, da was zurückzugeben, bin ich echt froh. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Nicht wundern über die Tüte der großen amerikanischen Kaffeehauskette. Aber die Anna war auch mit, das ist meine Enkeltochter. Die kennt ihr ja vielleicht schon aus dem einen oder anderen Video. Und deren Traum der schlaflosen Nächte war da mal bei Starbucks rein. Und dann habe ich gesagt, komm Kind auf, kauf den anderen auch noch was. Dann haben wir da also 4, 5 Getränke gekauft. Dann gab es eine Tasche gratis, Kind war selig, alles gut. Ja, und von da aus sind wir dann noch ganz kurz wieder auf diesen Markt gefahren, haben der Sopa noch ein paar Sachen gekauft. Wir waren noch mal kurz in diesem, bei uns würde man sagen, 1-Euro-Laden, wo es alles mögliche Zeug gibt. Also wir haben noch ein paar Stationen abgeklappert und sind dann wieder nach Hause gefahren. Nichts Spektakuläres. Und ich blende euch ein paar Bilder dazu ein. Was ihr jetzt hier im Video seht, ist die Heimfahrt mit dem Motorrad. Ich habe mir so eine Halterung vorne am Lenker festgemacht, wo ich die Kamera drauf schrauben kann. Und ihr seht einfach die linke Seite hier. Das ist die Straße, die ich dann von Huygan nach Hause nehme. Ich fahre mittlerweile irgendwas immer zwischen 40 und 50. Das ist nicht besonders schnell. Ihr seht, da überholt mich auch schon mal ein Moped, wo 3 Leute drauf sitzen. Das ist mir aber egal, da ich ja doch immer noch relativ viel durch die Gegend gucke, ist es gut, wenn ich nicht so schnell fahre. Dann habe ich ja diese knatschgelbe Jacke an, werde eigentlich auch gut gesehen und fühle mich auch wieder recht sicher auf dem Ding. Ja, das war eigentlich alles, was ich so im Moment zu berichten habe. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.